Vor 100 Jahren brach mit der Gründung der Republik ein neues Zeitalter für Österreich an. 100 Jahre später, im Jahr 2018, feiert Österreich genau dieses Ereignis und mit diesem auch das Zeitalter der Erneuerung. Eine Erneuerung, die nur mit HC Strache und seinen freiheitlichen Regierungskollegen möglich wurde. Schon heute zeigt sich, die FPÖ in der Regierung wirkt, der Stillstand der letzten Jahre unter Rot und Schwarz ist beendet. Wir Freiheitlichen stellen heute in der Regierung die Umsetzung unserer freiheitlichen Kernthemen und vieler Wahlversprechen sicher. Woche für Woche lösen wir unsere Versprechen ein und sorgen für mehr Fairness und Gerechtigkeit. Auch das Chaos der unkontrollierten Zuwanderung, das uns die Vorgängerregierungen hinterlassen hat, gehört endlich der Vergangenheit an. Wir sichern einen Stopp der illegalen Migration nach Österreich. Wir beenden den Asylmissbrauch. Illegal Aufhältige werden heute konsequent abgeschoben, über 40% Steigerung bei den Abschüben. Die klugen Reformen der letzten Monate, die Einsparungen im System, die den Bürgern letztendlich mehr Geld zum Leben bringen, wären ohne der FPÖ in der Regierung nicht möglich gewesen. Arbeitende Menschen werden entlastet und eine Mindestpension von 1200 Euro wird auch umgesetzt. Und eine große Steuerreform und Senkung kommt ab 2020. Die FPÖ in der Regierung sorgt dafür, dass Politik endlich wieder für die Österreicher gemacht wird. Bereits im ersten Jahr wurde die Kraft der Erneuerung sichtbar und gemeinsam ist auch in Zukunft noch vieles möglich. Lassen wir uns nicht irritieren. Gemeinsam werden wir es schaffen.